Ja, der Kleine will einfach nicht aufhören zu reden. Wir werden jetzt viele Gespräche haben mit Mutter, Vater und Kind und in die Bastion gehen. Ja, mein Kind. Oscar hat gesagt, dass er bald wieder ins Fort nach Tavar will. Stimmt das? Er muss da einige Sachen erledigen. Er soll dann aber wiederkommen. Keine Sorge, er ist bestimmt nicht lange weg. Da drüben. Was das hier früher wohl mal war? Das solltest du am besten wissen. Ah ja, wir gehen als erstes in die Bastion, damit wir Kind und Mutter loswerden. Oh, wahrscheinlich am besten. Ratten, wie ich sie hasse. In der Loot hier auch. Schaut nach Müll aus. Ob Crazy Red noch lebt? Böser Patrick. Was auch immer Zerstörung ist. Ich liebe es und ich werde leveln. Einfach nur für das böse Lachen. Oh, ich hoffe, ich kann Crazy Red zerstören. Dann werde ich auch böse lachen. Warum willst du mir denn nicht erzählen, was mit dir passiert ist? Ich möchte dich nicht beunruhigen. Echt? Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger. Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Komm schon. Ich mag meine Reisen ruhig, damit ich die Landschaft genießen kann. Ist hier irgendwo Honig und Kamille? Oder ist das wirklich nur nichts? Es wird nichts erkundet jetzt. Das ist doch Setzerbrot, ich sehe es. Nein? Ich will nur meine Familie irgendwo wegbringen. Oh. Du Bastion. Eine kleine Siedlung hier. Schaut eigentlich ganz nett aus. Wird ignoriert natürlich. Und im Nachhinein dann alles gemacht. Ich werde jetzt eh mit Missionen überhäuft. Ah, wir sind, glaube ich, hier schon da. Das gehört alles schon dazu zur Bastion. Oh, vielleicht finden wir auch einen anderen, der mir folgen kann. Da ist die neue Kaja. Ich weiß, es heißt Das hat Kai. Spaß gemacht. Ich wünschte, wir könnten öfter Zeit miteinander verbringen. Du weißt, ich habe. Ja, ich weiß. Du hast viel zu tun. Aber trotzdem wäre es toll, wenn du ab und zu mal vorbeischaust. Halte dich an Aska. Er wird auf dich aufpassen, während ich weg bin. Ich schaue mich mal um. Vielleicht finde ich ja Spuren der Geister, die Aska erwähnte. Oh, dann bin ich das Kind los. Jo, Kaja. Naja. Schauen wir mal Big Boss Edelman. Es wird mich schon eine Stunde Quatschen erwarten. Ich weiß es. Mindestens eine Stunde. Hey. Da bist du ja endlich. Hast du dir schon überlegt, was du als nächstes tun wirst? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dir anstellen werde, Dawkins. Ah, ich sehe, du hast mittlerweile herausgefunden, wer ich bin. Du bist mir eine Spur zu freundlich nach allem, was du abgezogen hast. Warum hast du dich mir nicht gleich zu erkennen gegeben? Ich hätte dich nur unnötig verwirrt und wollte, dass du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber jetzt können wir ja endlich mit unserer Arbeit anfangen.
Die Skyans haben mittlerweile schon einen beträchtlichen Vorsprung. Daher haben wir wenig Zeit. Warum sollte ich mich auf deine Spielchen einlassen? Du hast gar keine andere Wahl, Jax. Die Infektion der fremden Kreaturen wirst du ohne meine Hilfe nicht los. Des Weiteren hast du schon seit langem keine ausreichenden Mengen Elex oder Mana konsumiert. Du hast deine Magie und deine Kampfkraft verloren. Die Infektion liefert dabei ihren ganz eigenen Beitrag. Allein meine Expertise und Wissen über eine solche Art der Krankheit werden dich noch retten können. Retten. Da hast du vermutlich recht, also lass uns konstruktiv an die Sache herangehen. Lass mich zunächst einmal beschreiben, was dir wirklich fehlt. Diese Skyaniden, also die Kreaturen der Skyans, von denen dich eins gebissen hat, sind hochgradig angereichert mit einer lilafarbenen Substanz, ähnlich unserem blauen Elix. Daher nenne ich dieses Zeug der Einfachheit halber dunkles Elix. Auch wenn es etwas, sagen wir, verwirrend ist, haben unser blaues Elex und das lila Zeug der Skyans ähnliche Wirkungen. Beide stammen nicht von dieser Welt. Beide führen zu fürchterlichen Mutationen und setzen dabei gleichzeitig unglaubliche Kräfte frei. Allerdings ist das Lila-Zeug hochgradig ansteckend und scheint sich rasend schnell selbst zu replizieren, wenn es einen geeigneten Wirt gefunden hat. Also Finger weg vom Lila-Zeug. Und immer, mir kommt vor, es gibt Renegade und Paragon Options jetzt. Du hast mir viel zu erklären. Als Hybrid hast du vor Jahren einmal ein Signal in den Himmel geschickt. Darauf folgte dieser seltsame Himmelskörper. Was zur Hölle hast du da getan? Hör zu, ich habe zwar viele Erinnerungen an meine Zeit als Hybrid, jedoch sind viele Gedanken und Intentionen der Maschine wie ausgelöscht. Der Hybrid hat kurz vor der Auseinandersetzung mit dir ganz offensichtlich ein Wurmloch in Reichweite unseres Planeten geöffnet. Ein was? Wurmloch. Eine Entität, mit der man Raum und Zeit überbrücken kann. Und ganz offensichtlich sind unsere ungebetenen Gäste dort hindurchgekommen, sodass sie zu uns auf Magalan gelangen konnten. So, und dass diese Kerle uns jetzt angreifen, ist reiner Zufall, ja? Ich verstehe deine Aufgebrachtheit und Skepsis, aber ich kann dir leider auch nicht mehr sagen. Ich stelle mir alle diese Fragen jeden verdammten Tag, das kannst du mir glauben. Aber es nutzt ja nichts. Die Hybridmaschine ist Vergangenheit. Ich habe keinen Zugriff mehr auf diese Erinnerungen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und all diese Dinge aus eigener Kraft herausfinden, bevor die Skyans uns überrennen. Die Skyans? Hast du dir das ausgedacht? Den Namen haben die fremden Eindringlinge sich selbst gegeben. Ich habe einige ihrer Funksprüche abfangen können. Daher weiß ich, dass sie bald in die nächste Phase ihrer Invasion gehen werden. Du verstehst, was sie sagen? Das ist nicht schwer. Ich bin Wissenschaftler. Und das schon ziemlich lange. Die Sprache der Wissenschaft und der mathematischen Algorithmen ist universell. Da machen die Skyans keine Ausnahme. Wenn du so viel über diese Skyans weißt, dann sag mir, wie man sie aufhalten kann. Sie kommen, um unseren Planeten für sich nutzbar zu machen und sind mit einer großen Übermacht an Kämpfern und Kreaturen hierher gekommen. Sag mir etwas, was ich noch nicht weiß. Ihre Former haben bereits den Betrieb aufgenommen und pumpen das dunkle Elex in das Erdreich. Das Umland um die Former herum ist höchst gefährliches Gebiet.
Nur mit sehr guter Ausrüstung und großer Streitkraft empfiehlt sich eine Annäherung. Komm zur Sache. Das ist eigentlich schon alles, worum es im Grunde geht. Streitkraft und Ausrüstung. Wir brauchen einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Sache unterstützt. Die sechste Macht muss, wenn möglich, die größte Streitkraft der Menschen werden, damit ein Befreiungsschlag gegen die übermächtigen Skynes gelingen kann. Die Berserker werden es mal nicht. Neue Ausrüstung schaut nicht sehr spannend aus. Rüstung meine ich. Mehr als rohe Gewalt und Streitkraft fällt dir nicht ein? Oh doch. Es wird eine Vielzahl an Aufgaben geben, die wir zu bewältigen haben, Jax. Diese Bastion muss erst einmal auf Vordermann gebracht werden, damit unsere wachsende Streitkraft hier überhaupt Platz findet. Dann dürfen wir die Truppenbewegungen des Feindes und ihre Skyaniden-Kreaturen nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen sofort intervenieren, wenn wir bemerken, dass sie sich irgendwo signifikant vorwagen. Und ja, eine geeignete Partnergilde muss auch erst einmal gefunden und rekrutiert werden für unsere Sache. Oh, ja, es wird viel geredet. Mal angenommen, ich würde nach einem passenden Partner für deine sechste Macht suchen. Alle Gemeinschaften Magalans sind sich uneins und tragen immer wieder regelrechte Kleinkriege gegeneinander aus. Wenn wir eine Chance gegen die Skynes haben wollen, dann geht das nur mit Macht und Gewalt. Geh und rede mit den obersten Anführern der Gemeinschaften. Finde heraus, wer für uns ein starker und geeigneter Partner wäre. Schließe dich ihnen an, wirf ihre Kämpfe ab, nimm ihre obersten Anführer gefangen oder sonst was. Mir soll es gleich sein. Mach, was immer nötig ist, um unsere Macht in der Bastion zu festigen. Und beeile dich damit. Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. I take my time. Wann kümmerst du dich um meine Infektion? Ich arbeite bereits daran. Das Studium des dunklen Elex steht ganz oben auf meiner Agenda. Noch haben wir Zeit. Du wirst schon nicht so schnell zu einer Skyaniden-Kreatur mutieren. Außerdem hast du einen starken Willen. Wenn das dunkle Elex nur halbwegs so funktioniert wie unser blaues, dann hast du gute Chancen. Verarsch mich nicht. Ich will nicht an irgendeiner Seuche krepieren, nur weil du hier Krieg spielen willst. Ich werde mir das Ganze sowieso erst einmal in Ruhe ansehen müssen. Es braucht seine Zeit, in der wir uns auf den offenen Schlagabtausch gegen die Skynes vorbereiten müssen. Warum sollte sich eine der Gilden uns anschließen wollen? Einer muss mit eisernem Willen voranschreiten, mit seiner Armee von mutigen Kämpfern, um den Skynes Einhalt zu gebieten. Da sich die Gemeinschaften Magalans schon seit Ewigkeiten in Streitigkeiten untereinander ergehen, kann das nur eine eigenständige und unabhängige zentrale Macht sein. Die anderen Gilden werden folgen, sobald sie merken, dass wir Menschen eine Chance gegen den übermächtigen Feind haben. Rekrutiere sie, werde ihr Ausbilder, finde deine alte Stärke wieder. Nur du wirst sie aus ihrer Lethargie und Angst führen können. Bereite sie vor auf den nahenden Krieg gegen die absolute Vernichtung der Menschheit. Sei ihr Held. Sei ihr Anführer, ihre letzte Hoffnung auf... Nenn mich nie wieder so. Das ist Geschichte und schon viel zu lange her, um wahr zu sein. Und doch sprechen sie immer noch über deinen Kampf gegen den Hybriden und deine Rolle im Krieg gegen die Alps. Auch wenn du jetzt erst einmal nur noch ein Außenseiter für sie bist, werden sie dir schon bald wieder vertrauen. Du Heuchler. Du sprichst von dem Hybriden, als hättest du nie damit zu tun gehabt. Ich bin schwach und ausgebrannt. Die Maschine, die mich einst beherrschte, existiert nicht mehr.
Doch deine Willenskraft, die uns alle aus den Fängen des Hybriden befreite, ist immer noch so stark und ungebrochen wie früher. Geh und überzeuge sie davon, mit dir in den Krieg gegen... We get it, we get it. Wir verstehen. Die Bastion auf Vordermann bringen, was genau heißt das? Zunächst müssen wir das Umland der Bastion von ungebetenen Gästen befreien. Erst wenn wir vor den Quellgeistern des Umlandes hier unsere Ruhe haben, können wir den nächsten Schritt wagen. Ist das alles? Du bist Experte für das Entfernen von lästigem Viehzeug. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es keine große Sache für dich sein wird. Das mag ich. Diese Mission wird gleich mal kommen. Wie bist du der Maschine des Hybriden entkommen? Nachdem du meine erbärmliche Hybridengestalt besiegt hattest, war der überwiegend logische Teil der Maschine zerstört. Der Genesungsprozess des Menschen Dr. Adam Charles Dawkins setzte ein. Irgendwann schaffte ich es, die Kapsel zu öffnen, in der mein Körper steckte. Es dauerte viele Wochen, bis ich wieder meine eigenen Muskeln bewegen und nutzen konnte. Ganz der Alte bin ich noch nicht, jedoch endlich frei von dem destruktiven Gedankengut der Maschine. Und das ist gut so. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Kaya, die starke Magierin der Berserker, reibt ihre Streitkräfte in den Grenzgebieten von Tavar auf, um das Land vor potenziellen Gefahren zu schützen. Außenpolitisch waren die Berserker noch nie besonders geschickt. Aber gut, sollen sie. Sagt der größte Tyrann der Weltgeschichte. Das ist lange her. Wir haben damals alle unseren Tribut gezollt. Die einen mehr, die anderen weniger. Okay. Jedoch können wir so noch nicht beurteilen, welche Gilde uns am effektivsten helfen kann. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaften. Kleriker. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Zuallererst sollten die Biester im Umland erledigt werden. Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen. Okay. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit... Okay. Gut. Und denkt... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Ja, und vergiss es nicht, es ist wichtig. Unser aller Zukunft hängt davon ab. Sehr gut. Was soll ich? Sehr gut. Ah, ich bin so nett. Laportisch. Davon verstehe ich nichts. Natürlich. Was habe ich auch erwartet? Und stillen verstehe ich was. Da verstehe ich alles. Jetzt wollte ich nochmal einen Laportisch angreifen. Jetpack-Tisch. Wow. Ich kann einen Jetpack aufmodden. Ich sehe es. Aber ich kann noch nichts machen. Krass. Mein Kopf. Was ist denn das für ein Geräusch? Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Kartoffelsalat. Das passiert mit uns gleich als nächstes. Jo, deine Sachen gehören mir. Nein, gehören sie nicht. Knoblauchbrot auch. Das brauchen wir gar nicht drücken. Oh, was haben wir? Kaugummi, natürlich. Das gehört in ein Fallout-Spiel rein. Ich meine, Elex-Spiel. Und das wird wahrscheinlich gleich weitergeredet. Schauen wir mal, wie weit wir in der Episode drin stecken. Ah, bisschen noch reden. Dann werden wir kämpfen. Aska, was gibt's, Alter? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Passt, das höre ich gern. Hey, ich hörte, du bist auf einer Mission, die Bastion wieder auf Vordermann zu bringen. Kann ich mitkommen, Vater? Oh, nein. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ach, komm schon. Ich werde mich auch nicht allzu weit von dir oder der bekannten Gegend hier entfernen. Ja?
Und was ist, wenn wir von wilden Tieren angegriffen werden? Du wirst schon auf mich aufpassen. Komm schon, bitte. Aber du hörst auf das, was ich dir sage. Klar? Ja, ich bin auch ganz still und halte mich im Hintergrund. Nein. Na gut, dann komm mit. Aber bleib dicht hinter mir, okay? Oh. Wirklich? Bleib hier stehen. Ja. If you too, Kid. Deine Mutter nehme ich mit. Wir verbringen jetzt ein bisschen Zeit, versuch zu sabbern. Ohne Kinder. Vielleicht mit Kindern machen. Dieses Gebäude schauen wir uns an. Ich weiß, ich rieche schon, dass mehrere Missionen hier auf mich zukommen. So wie mehr Schrot. Chili con carne. Oh, habe ich auch gerade gehabt. Mein eigenes, selbstgemachtes. Ist nicht con carne. Chili con Patrick. Davon verstehe ich nichts. Natürlich nicht. Es gibt viel zu basteln anscheinend. Und unendlich viel zu stehlen. Felix 1 habe ich fast ohne Stehlen durchgemacht. Hier wird alles genommen. Außer das Kind, das kann zurückbleiben. Davon verstehe ich nichts. Wir sind nicht der Intelligenteste, ich verstehe. Gebratenes Setzerbrot. Oh, Boxen, nice. Das gibt's ja nicht, dass wir echt alles einfach aufnehmen können. Sagst du gar nichts dazu? Nein? Alles wird gestohlen. Mittlerer Elex-Trank, nice. Na, ich habe eine Schrotflinte. Ja, es wird in Geschicklichkeit und Stärke reingesetzt. Alte Lampe, da haben wir wieder die Öllampen. Viele Leute sind hier gerade nicht. Also vielleicht doch nicht so viele Quests, wie ich mir erwartet habe. Das kommt vielleicht extra noch. Ein Schrein. Für Kalan. Hey, Finlay. Sie ist eine großartige Frau, nicht wahr? Finger weg von meiner Frau. Auch wenn ich sie vielleicht gleich mal irgendwo stehen lassen werde. Wir passen auf. Natürlich macht ihr das. Du, was zu sagen? Was denn? Ich hab zu tun. Nee, ist gut, ist gut. Oh, einen Händler wird's doch hier irgendwo geben. Da ist ein Bett. Bettelut habe ich nicht gesehen. Wo ist meine Geistersehne? Kartenstücke haben wir wieder. Und den ich nicht weiß, für was sie genau zu gebrauchen sind. Oh! Okay, passt. Ist das das Gebäude, wo wir schon drinnen waren? Ist das ein Hinterausgang? Ja, da gibt es ja viel zu bauen. Unglaublich, Schreibtisch. Davon verstehe ich nichts. Ja, wundert mich nicht, dass du nicht schreiben kannst. Beruhig dich, Kaya. Wir sind doch indoor. Oh, Kartoffelsalat. Ich glaube, ich sollte mal einfach mal eine Kampftour machen und schauen, wie gut ich wirklich bin. Oder wie stark ich wirklich bin. Weil ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl bekommen. Kehrt. Davon verstehen wir natürlich was. Rattenfleisch. Minus 3. Was bringt es mir? Also wenn ich es roh esse, oder? Ja, damit. Alles wird gekocht. Setzerbrot wird nicht mehr roh gegessen, Leute. Das nenne ich Fortschritt. Und Gott sei Dank. Kühlschrank schaut gut aus. Oh, ich habe mich schon fast durchgestohlen. Interessante Leute gibt es anscheinend nicht zum Reden. Kaugummi gibt's. Mal schauen, wie viel der Heilung da gibt. Wahrscheinlich 5. Vielleicht auch 3. Ist das unser Zimmer? Duschen gibt es in diesem Spiel nicht. Was haben wir hier? Ja, schön. Ja, wenn ich hier fertig gelootet habe. Okay. Es gibt einen Sinn für Kartenstücke. Ich kann damit was machen. Ein Dino. Das ist ein Raptor. Der muss nochmal bekämpft werden. Ja.
Episode vorbei. Ich schaue mir im Hintergrund mal meine Skills an. Bye.